Wisst ihr, was die dümmste Idee ist, die man in Minecraft generell haben kann? Ich sag's euch, zusammen mit Trimax und Revi in ein Deep Dark gehen, damit man einen Skalk-Katalysten dort holen kann für eine Skalk-Farm. Und dabei sollte man natürlich auf alle Fälle vermeiden, zu viel Lärm zu machen und den Warden zu rufen. Die Frage ist, schaffen wir das ohne Probleme? Weil genau das wird in dieser Folge nämlich passieren. Ihr werdet sehen, es wird sehr spaßig. Let's go. Okay, stimmt, ich wäre so weit, dass wir los können. Ja, dann sag mal, wo ist das Deep Dark? Let's go, Revi, bist du ready? Ich gehe mit meiner Dia-Rüstung einfach rein, ne? Also ich gehe mit meiner geilen Eisenrüstung, weil ich so eisig bin. Also wenn ich war halt noch nie im Deep, Digga, Ding Dark, ne? Also ich habe da ein bisschen Angst vor, aber... Ja. Kriegen wir schnell, oder? Ich kann, hier lang kommen. Also ganz kurz, ich packe nur schnell meine restlichen Sachen in die Kiste. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mit Max und Revi durchs Deep Dark zu gehen, das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich mir in Minecraft vorstellen kann, aber ich werde mich meine Angst stellen. Bro, ich bin über der Pro-Gamer, was soll denn das? Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall, ich darf nicht sterben, ich will bei null Toten gerne bleiben, ne? Deswegen musst du mich ein bisschen mich covern. Ja, Digga, das kannst du vergessen. Quasi bist du dann wenn schon. Ich mit einem Boot fahre, mache ich dann trotzdem Neues? Das weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber die nehmen alles Mögliche mit. Der Chat schon so, jetzt wird's lustig. Folgendes. In Deep Dark haben wir jetzt folgende Aufgabe. Wir spielen Mäuschen. Wir sind drin und wir sind raus, ohne dass uns irgendwer bemerkt. Ja? Das ist ja, haben wir denn Wolle? Ich habe Wolle. Ja, ja. Soll ich mich voranbauen? Und ihr tingelt ja, ein bisschen. Ich komme jetzt runter zu dir. Also gehen wir drei jetzt ins Deep Dark. Nicht mit den Worten kämpfen. Nein. Wir beschwören den. Wir rufen den gar nicht mal. Wir rufen den gar nicht mal. Einzelne Schleichaktion. Okay, let's go. Okay, also ich muss ein kurzes Briefing machen. Wenn ihr lebend wieder zurückkommen wollt, müsst ihr jetzt folgende Sache bedenken. Gut. Niemand tritt auf einen Block, der nicht Wolle ist. Aha. Und niemand baut irgendwo was ab, wenn es nicht sicher ist. Okay. Einverstanden. Okay, dann zeig mir, wo der Laden ist. Also, das Deep Dark soll Endgame, Late. Ey, wir können doch einfach mit einer Glocke da arbeiten, oder, Spark? Alle aufwachen. Ding, 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 ding. Ja, das geht doch. Dann werden die doch davon abgelenkt, oder nicht? Ja, nicht wirklich. Das geht doch mit der Redstone Clock, dass die davon abgelenkt sind. Nein, cool, du meinst die Allays? Meinst du die Allays und nicht den Warden zufällig? Ja. Wie cool ist, dass ich einen Spinnenspawner und einen Deep Dark habe? Guck mal, da links ist es. Ist das Deep Dark? Ja. Wie heißt das? Skal? Ja. Okay, dann sind wir schon mal. Ihr müsst mich covern, ja? Da steht noch ein Skalk Shrieker. Was ist das? Von dem würde ich mich fernhalten, weil der holt den Warden. Aber ich sehe gerade keinen Katalysten mehr übrig. Doch, ich sehe noch einen. Oh mein Gott. Links. Oh mein Gott, wir haben sogar ein ultra einfaches Deep Dark. Ja, es ist easy. Geil. Ja, aber wo ist ein Screecher? Hast du es gesagt? Links an der Säule, da sind zwei. Guck mal da. Also ich weiß nicht. Ganz links? Nee, da sind hier die Sensoren. Da sind die Sensoren. Ja, aber das ist der Shrieker. Der ruft den Warden bei. Der Sensor, der ist ganz rechts hinten. Ach, das ist das Ding. Ja, okay. Lebt das oder ist das ein Block? Das ist ein Block, der halt schon so ein bisschen lebt auch, aber... Oh mein Gott, hier unten ist auch noch ein Shrieker, wir müssen aufpassen. Also, wir müssen gucken, ob wir irgendwie vorsichtig runterkommen und dann mal das eine zeigen. Wir dürfen nur nicht auf den Skalk treten, oder? Nein, gibt's so Sensoren, das sind Annäherungssensoren. Wenn du in die Nähe kommst, ob du Skalk bist oder nicht, ist vollkommen egal. Die lösen aus und schreien dann um sich, wenn du Pech hast. Oh Gott. Sehr gruselig oder nicht? Das ist so Alien. Neu, das kenne ich nicht. Das ist so Alien-Stuff in der Richtung. Oh, Junge Max, ey, müssen wir mitnehmen, ist umsonst, hallo? Ja, hast du recht. Irgendwie hast du das einfach unter deinem Haus, Digga, was ist das? Geil, oder? Was für eine Scheiße, unter deinem Haus einfach die Hölle. Also gut, das ist schlecht. Ich mache einfach extra so ein Holz zu, dass sie nicht hochkommen können. Also, müssen irgendwie jetzt hier runterkommen, zwar langsam ansneaken. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe eine schwierige Stelle bei mir vorne in der Base. Das hier ist richtig chill. Ich hab's doch gut. Ich hab jemand in den Chat endlich mal wieder, dem man zugucken kann. Chef Strobel nervt ja richtig zum Zuschauen. Was? So, ich glaube sogar, vielleicht, dass wir gar nicht mal unbedingt direkt Wolle brauchen. Aber so, pass auf, also. Da kommen jetzt noch Mobs angelatscht. Wenn Mobs die sind. Gegner, über die kümmere ich mich. Ja. Let's go. Einfach weggeachstet. So, pass auf. Wir können es chillig eventuell machen. Hier ist noch mehr Stuff. Wenn Mobs diese Sensoren auslösen, dann sollte da nicht viel passieren. Wenn Spieler das auslöst, dann aber schon. Ja, jetzt ist auch ein Mineshaft, ne? Guck mal. Ja, aber der ist erstmal egal. So, pass auf. Da vorne seht ihr den Catalyst, der da steht. Ja, den müsst ihr mit Silk Touch abbauen. Genau, den würde ich mit Silk Touch mir holen, ja? Schaff ich das vielleicht auch mit Silk Touch zu holen? Ja, hast du eine Pickaxe? Ich würde meine gerade ungern aus der Hand geben, wenn er mich fragt. Und ich gehe da jetzt hin und wir mopsen den weg. Aber bevor wir das machen, müssen wir mal ganz kurz hinter die Säule gucken, ob da auch was ist. Weil nicht, wenn wir den abbauen und dann, ne? Das ist der Skalk, den wir dann brauchen. Genau, diesen Block, den müssen wir abbauen. Hier hinten sieht aber nur Lava aus, okay. Ich glaube,
meine Sparks-Intuition sagt, wir können den Gefahrlos abbauen. Pass auf. Ich baue ihn ab. Rebi, halt dich fest. Wenn ich verkacke, kommt gleich was. Ah! Nicht verkackt. Komm hier hinter mir. Nicht verkackt. Raus. Wir brauchen nur einen, ne? Oder sind mehrere? Wir brauchen besser? Nur einen, aber ihr könnt ja aus Spaß, so, also ich kann mir schon vorstellen, ihr mögt das ja. Rufen? Auf dem Rückweg könnt ihr mal einen aus Spaß rufen, ne? Nein. Das machen wir später. Ich will bei null Toten bleiben. Ja, wie gesagt, du kannst ja von weit gucken und Revi hat da bestimmt Spaß dran, das zu machen, oder? Oh, da ist nee. Noch so ein Spawner, oder nicht? Können wir ihn noch schnell noch mitnehmen? Den könnten wir, warte mal ganz kurz, den könnten wir auch mitnehmen, ja. Sogar noch zwei, oder? Oder irre ich mich? Da sind sogar noch zwei, ja. Oh, aber da ist so ein, ist das so ein, ist das auf dem Boden da? Nein, sieht clean aus. Die könnten auch noch mitnehmen. Eine wichtige Info noch, ich werde einen zweiten Kanal betreiben, auf dem ebenfalls auch Craft Attack kommt, weil wahrscheinlich auf dem Hauptkanal nicht für alles Platz sein wird. Wir sind hier immer am Eskalieren, Spark Gaming TV. Link der Beschreibung ist mein zweiter Kanal. Früher waren da Livestreams drauf, ganz früher noch andere Videos. Der wird aber jetzt zu einem richtigen, normalen Videokanal wieder umgemünzt, weiter betrieben. Und ebenfalls gibt es auch wieder Bonusfolgen für Kanalmitglieder. Als kleines Dankeschön für die, die das eh schon die ganze Zeit machen. Ab 99 Cent pro Monat kann man bei mir Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Und als Dankeschön gibt es dafür auch nochmal etwas Bonus-Content, so wie ihr es schon gewohnt seid, auch von früher, damit ihr eure komplette Dosis an Craft Attack und allem Möglichen stillen könnt. Würde mich freuen, behalt das im Auge. Besonders den Zweitkanal bei Gaming TV extremst wichtig. Nimm mit da drüber. Ja, dann sammelt ihr den einfach direkt ein jetzt gleich. Ich habe so Bock, jetzt einmal zu springen. Ne? Oh, was ist das? Da sind nur die Sensoren getroffen. Wir haben keinen Shrieker in der Nähe. Aktiviert, er ist aktiviert. Aktiviert. Weg. Raus aus der Höhle, sofort. Tommy? Nein, lauf mal bitte hinter mir. Raus, Max, raus. Jetzt aber schnell weg. Lauf mal bitte hinter mir, Rivi. Warum hinter dir? Die haben komplett geklappert hier. Aber er kommt nicht. Ja? Er ist nicht gekommen. Bin ich hier oben sicher? Ja, nee, irgendwie nicht. Ich hab die Teile an. Ich hab die Zeile noch mitgenommen. Keine Sorge, ihr hättet ihn ja gar nicht rufen können. Das war nur ein bisschen Drama von mir. Och, Junge. Alter. Digga. Ah, ja, brauchst du einen Shrieker. Da hinten steht so ein Shrieker. Also, wie gesagt, wenn da jetzt jemand rankommt, dann. 5 Subkits, wenn du den Shrieker streichelst, Revi, und es noch lebend aus der Höhle rausschaffst. Auf gar keinen Fall schaffe ich das, du Penner. Doch nicht für 5 Subkits, Junge. Mein ganzes Equipment ist dann weg. Was für ein Scheißangebot. Ja, kannst du direkt rennen. Digga. Wie teuer ist denn dein Equipment? Guck mal, du bist doch nicht mal verzaubert. Ja, ist egal, ich will das nicht. Nein. Du willst ihn nur sehen. Ich weiß, dass du brauchst ihn einmal ganz kurz und dann rennst du. Du kannst direkt sprinten. Lass mal Sebo runterrufen, der macht das auch für umsonst. Nein. Ich kann das auch nur Revi machen. Soll ich's machen? Du schaffst das, Spark? Ja. Ich würde aber gerne Revi sehen, weil der hat so beschissene Minecraft-Mechanics, der stolpert da und kommt nicht voran und schafft's hier nicht hoch und sowas. Oh, ist das ein verzauberter Villager? Brauchen wir den noch? Nee, ne? Es gibt keine Verzauberung. Oh nein! Oha, wie assi! Oha, Reh werde ich runtergeschmissen. Ja, Mann, er ist ja tot, der ist heilig, den darfst du nicht triggern. Also, das war gefährlich vom Fallschaden. Also, war knapp. Wie viel Leben hat's noch gehabt, Max? 3 Herzen. Ja, das war knapp. Hast du genug Essen dabei, dass du dich vollleihen konntest? Immer. Okay, gut. Nur kein Amateur. Okay, Spark, dann würde ich sagen, du läufst einmal los und fässt ihn einmal an. Also, ihr wollt hier oben stehen, ne? Ja. Zeig mal wo, leuchte mal aus, wenn du dahin läufst. Ich will ihn sehen. Hier vorne links, dieses Ding mit den Zähnen, Max, siehst du das? Geh mal nicht hinter mich, Junge. Nee, also ich würde das nicht unten machen, ich würde das hintere nehmen. Also nicht das hier unten um die Ecke, sondern das hintere da. Wieso nicht das hier um die Ecke? Hey, wie kommt der hier hoch, Mann, der Assi? Komm hier hoch! Komm hier alle hoch, hä? Ja. Ja, damit man einen easy Weg hat zum Rausgehen. Revi einfach im Boot. Digga, damit Max mich nicht runterschubsen kann, Junge, ich bin nicht dumm. Geh doch nicht runter. Komm, ich geh nochmal runter. Guck mal hier, Max, Junge. Siehst du das, wie sicher ich hier sitze? Es geht los. Du kannst mich nicht rupsen. Okay, wo gehst du denn hin mit den Zähnen? Geradeaus, das Zähne-Ding, ja. Das links, das vor mir ist? Genau. Da gehst du hin, Spark. Und dann musst du rennen. Und das überlebst du? Ja, also ich renn halt nicht. Ich beschwöre den, aber ich kuschel jetzt nicht mit dem, ne? Also, pass mal auf. Seht ihr das hier hinten? Seht ihr mich gerade hier? Vor dir, ne? Ja. So, dann gehe ich da doch mal ein kleines Stückchen an. Sogar wenn man isst, kann man was auslösen, glaube ich. Ey, stell dir mal vor, es gäbe in Minecraft sowas, dass man so pupsen muss und sowas. Ja, das du kannst nicht kontrollieren, das passiert einfach. Ich habe noch nie ein Ward gesehen in-game, ne? Noch nie. Echt nicht? Nee. Okay, schön pass auf. Erleuchtet. Kannst du genug sehen? Ja, ich sehe es. Okay, pass auf. Dann gucke ich doch mal, ob ich da was machen kann. Ja, tut sich was oben rechts. Hast du es gehört? Hört ihr das? Ne? Ja, hört ihr das? Nee.
Okay, ihr kriegt den Effekt nicht. Dann müsst ihr vielleicht näher rangehen. Nee. Nee, wollt ihr nicht? Ich will nicht dich daran. Also bei mir, ich hab Dunkeleffekt gerade gekriegt. So, ich sehe nichts, ne? Ja, mach's so, ja, mal. Wir sehen ja, wenn er kommt. Marc, du musst dich auf den Ding, auf das Ding draufstellen. Du musst dich in die Zähne einmal reingehen. Die müssen sich einmal richtig krank beißen. Du musst einmal deine Hand da reinstecken in den Schlot. Oder andere Körperteile. Ich glaube, jetzt kommt was. Dritte Mal. Ist das? Nee, immer noch nicht. Irgendwas hat da gerade geschnurrt. Ja, ja, klar. Digga, ich dachte gerade links, Junge. Ist ein Zombie gewesen. Ja, da kommt ein Zombie raus. Ja, komm, dann mache ich es ein bisschen aggressiver jetzt. Angst, ich habe es noch nie so ängstlich gesehen. Ja, ja. Ja, guck mal, wieder provozieren, das siehst du das? Provozierst du? Oh mein Gott, da kommt der Warden. Der Warden, ist das der Warden? Ist das der Warden hinter dir? Da ist er jetzt! Sind wir hier sicher? Der schnüffelt jetzt, der sucht mich, der riecht mich. Könnt ihr den Schnüffel hören wenigstens? Ja, ja, den Schnüffler hören wir. Okay, das ist schon mal gut. Siehst du ihn noch, Max? Er ist weg. Ist er jetzt, wo ist er jetzt? Und ich lasse jetzt hinter mir. Ey, da ist Blizzard, Oh mein Gott, die schreien hier rum. Sind die dumm? Ey, nein! Die schreien hier rum. Ey, das ist ein Warden. Hey. Nicht hier rumschreien, ihr Idioten. Wo? Ja, ich hab auch gerade. Der Warden ist weg, oder? Ich hab mich gerade eingeschissen. Der schnüffelt noch. Die anderen sind nicht zu hören. Wie geht's hier hoch, Max? Wo wohnst du? Lauft mal hier nach vorne ein bisschen, Leute. Das könnte interessant werden. Ich will einmal einen Warden kämpfen sehen. Komm, Space, du. Ja, genau, Space, hau kurz. Space, du bist PvP-Profi, let's go. Aber lock den dann ein bisschen weiter vorne, damit wir sehen können. Das wird geil. Digga, er macht jetzt nicht wirklich, oder? Der ist doch wahnsinnig, der Typ. Der muss da jetzt erstmal viermal das Ding aktivieren, das dauert ja ungefähr eine Minute. Nee, der ist schon da, der Warden. Ja? Ich hab den schon geholt. Ah, das sehe ich. Ja, geil. Da links. Oh, Digga! Nicht hier hoch, Space, nicht hier hoch! Warum nicht hoch? Ey, chill mal. Ey, als ob der den jetzt herholt! Das war nicht abgemacht. Lauf mal in die andere Richtung schnell. Das ist mega interessant. Ich bin hier raus, Digga. Bin sowas von Ciao. Verfolgt er uns jetzt? Ja, hier hoch, raus. Ja? Okay, wir gehen. Ich bin Revi, der glaubt, ich dummer Idiot. Ja, wo ist er denn? Ey, ich höre ihn total, Mann. Ich bin raus hier, hör mal auf. Oh, er ist tot. Was für ein Assi, Alter. Der ist tot. Space ist tot? Space ist tot. Ja. Oh nein. Also, Space gestorben. Oh. Oh nein, der arme Digga. Revi, da unten ist Full Netherite, willst du ihn nicht holen? Ich hab schon Full Netherite, guck mich mal an. Halt, ich hab grad meine Rüstung bekommen. Retten, ne? Oh nein, Bro. Der wurde weggelasert. Ja. Digga, wieso macht der das auch? Du musst echt die Items retten, der ist sauer. Wieso rennt der da runter? Ja. Oh, Space hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben. Er meinte, ich bin stinksauer auf Blizzard, wenn er meine Items nicht wiederholt. Oh Gott, der ist wohl richtig sauer. Hä, der hat ihn doch selbst angelockt. Ich hab's euch gesagt, mit dem ist nicht zu spaßen. Sein komplettes Netherite-Stuff liegt jetzt irgendwo in der Ecke. Aber wo? Ey, Leute, Blizzard, pass auf. Blizzard, komm zurück. Die spawnt auch nach einer Minute wieder. Und wenn er sich wieder vergraben hat, dann können wir runtergehen und die Sachen holen. Weil die Items, die spawnen erst nach 5. Da, ich sehe ihn. Oh, da vorne ist er. Oh nee, ein Zombie hat ihn sauer gemacht. Aber der klatscht doch den Zombie weg und dann ist vorbei. Ja, dann kommt das nächste Mob wieder. Ich kann ihn nicht sehen. Ja, ihr könnt mal ein Stück runtergehen, der ist ziemlich weit weg. Wo ist Space denn gestorben? Der hat einen Range-Attack. Mann, Blizzard, bist du bekloppt? Mach doch keinen Krach hier. Schnell, Space, schnell, du musst dich beeilen. Ich glaube, ihr habt schon, oder? Nee, wirklich nicht. Ich weiß, wo bist du denn gestorben? Warte, hier hinten in der Wand. Hab ich mich eingebaut. Was geht? Da hätte ich nicht gefunden. Genau, hier. Hab ich mich reingebaut. Oh. Das Skelett ist diese. Okay, danke. Okay, ja, genau, hier hatte ich mich. Genau, hier rein. Alles weg. Nee, hier oben. Ich hatte mich noch hochgebaut. Kurz vor. Dankeschön. Oh, da hab ich auch reingeschissen. Oh, perfekt. Oh. No, was? Jetzt hat sie ihn erwischt. Einfach ein Creeper, Junge. Imagine, aber man kämpft gegen Warden und der Creeper. Ja. Oh, Leute. Ja. Als ob Max weggesprengt wurde. Wo ist Max denn am Creeper gestorben? War das hinter uns? Oh, hier ist er gestorben. Okay, ich habe den Catalyst wieder mitgenommen. Ich habe auch Max Sachen. Hier seine Axt, glaube ich, und den anderen Stuff. Ja, Space, geben das Zeug mal oben wieder Max, ne? Ja. Hauptsache, ich schleiche mich da runter. Auf einmal fällt so ein Blizzard und so voll drauf. Hallo? Okay. Ich bin gestorben. Nein. Ja, wir haben es gesehen. Ich habe auch dein Zeug mitgenommen. Hier, Achtung, nochmal. Da deine Axt. Sauber. Aber und haben wir das Wichtigste? Haben wir den Spawner? Da. Da sind wir losgegangen. Super. Geil.